Hey, ihr Survival-Freaks und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. In der letzten Folge haben wir es ja bis zum Holzfäller-Camp geschafft. Ich schaue nochmal schnell auf meine Karte, wo es dann weitergeht. Wir wollten ja zum Forest Lockout. Das Ding ist ja eine echte Todesfalle, habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt. Und ja, jetzt sitzen wir ja hier im ersten Trailer fest. Unser Survival-Hoodie, die erfriert ganz schön. Erschöpfung ist noch ganz okay, es ist 10.56 Uhr. Und um dieses Frieren mal zu beenden, gehen wir jetzt einfach mal eine Stunde schlafen. Danach ist der ja immer wieder richtig gut in Ordnung. So, das sehen wir jetzt gleich, wenn die Stunde da oben runtergetickert ist. Da haben wir es und geholt. Naja, ist zur Hälfte runter, sieht doch gut aus. Kondition ist auch wieder bei 94%. Durchsuchen wir mal den ganzen Müll hier, mal sehen, was wir hier alles so finden in der Hütte. Einmal hatten wir jetzt Trockenfleisch, danach haben wir noch eine schöne Dry and Crunchy Bar. Also eine Süßigkeiten-Ersatz eigentlich mehr oder weniger. Gucken wir mal, was hier in dem Schieber drin ist, in der Schublade. Nischt. Tolle Schublade. Scheiß Schublade. So, haben wir hier sonst noch irgendwas rumzuliegen? Auf dem Tisch liegt hier hinten irgendwas. Ich sehe erstmal nichts im Regal. Haben wir noch ein paar Pfirsiche? Pfirsiche in der Dose. Hier liegt ein oller zusammengerollter Teppich. Den können wir nicht mitnehmen. Ne, was soll immer damit auch? Hier haben wir einen Metallcontainer. Oh, hier gibt es ein Antiseptikum. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir eine Prybar. Die ist gut, die ist gut. Die brauchen wir auch in diesem Spiel. Prybar, Brechstange. Sieht man ja, ist eine Brechstange hier, ne? Guckt. Ist aber eine ganz schön dünne Brechstange, muss ich mal sagen. Also das ist so eine richtige Schnellklauerbrechstange, da kommt man ja überall mit rein. Es darf allerdings nicht zu fest sein, dann bricht dieser mehr oder weniger Blechstreifen, denke ich mal, einfach weg. Gut, mehr haben wir da nicht drin. Okay, reicht ja auch hin. Was haben wir denn hier auf dem Bett zu liegen? Ah, hier liegt noch ein Energieriegel. Das ist natürlich auch richtig gut für uns. Den brauchen wir definitiv. Die geben ja 350 Kalorien die Teile. Sehr gut. Dann haben wir hier noch eine schöne Mütze. Mehr liegt hier nicht. Wie viel Kilogramm haben wir jetzt? 22,47. Müssen wir vorsichtig sein, wir dürfen uns hier nicht überladen, denn in dem Frosty Lockout, da gibt es jede Menge Loot für uns. Da knockt jetzt hier unser Magen, da gucken wir doch mal, da haben wir doch bestimmt noch was Schönes zum Essen dabei. Wenschen, gucke, 1000 Kalorien, rinn damit. So, schön fettig fressen, geht's jetzt wieder raus in die Wildnis. Mensch, Latinio, du Scheißrechner. Boah, dauert das schon wieder. Meine Güte. So, und dann gucken wir noch einfach mal in den nächsten Trailer rein. Mal sehen, was der so für schöne Schätze für uns verborgen hat. Da sind wir dann auch schon drin. Was haben wir hier? Looks like this has been here a while. Jawohl, hier haben wir ein Textilfetzen. Damit können wir unsere Klamotten reparieren. Dann haben wir hier eine Down-Ski-Jacket, also eine Skijacke. Noch ein Energieriegel, das ist sehr schön, das freut mich. Ja, ein Schokoladenriegel haben wir ja auch noch. Hier ist nichts drin. Da haben wir irgendwas in der Kiste zu liegen. Ah, Soda. Wunderbar. Dann haben wir nochmal Soda. Super Sache. Und auch in meinen Kommentaren hat ja der... Oh, verdammt, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Naja, derjenige weiß schon, wer es ist, reingeschrieben. Der Typ, der pelzt sich hier wirklich alles rein. Verbrennt Kalorien ohne Ende und scheißt sich mit jedem Kack in die Hose. Aber tiefgefrorene Soda. Das kann er trinken. Das stimmt eigentlich wirklich, oder? Die Soda, die ist doch arschkalt hier, die man hier findet. Die hat ja mindestens 0 Grad, sage ich mal. Und die kann er sich reinpilzen. Ohne Probleme. Da kriegt er keine Magenverstimmung für ihn. Also eine Simulation ist das dann nicht mehr für mich, ne? Gut, jetzt haben wir hier hinten noch einen fetten Spritkanister gefunden. Das ist natürlich auch immer gut, damit wir unsere alte Öllaterne schön lange am Laufen halten können. Ansonsten... Ah, hier haben wir noch ein bisschen Newsprint, also eine Zeitung. Damit können wir schön Cinderplugs herstellen. Also das Krasempelzeug, was wir brauchen, um Feuer zu entfachen. Das war's dann auch zum zweiten Container. Gucken wir mal in den letzten rein. Welcher war denn jetzt der letzte? Hier sind die Scheißhäuser, dann ist das hier der letzte. So, rinnen in den Bunker. Was gibt's denn hier Schönes? Hier haben wir einmal noch eine Zeitung, die rücken wir auseinander. Da machen wir uns, wie gesagt, schönen Feueranzünder draus. Aber hier nochmal lecker Trockenfleisch. Ah, nochmal diesen Schokoriegelersatz, eine eisgefrorene Soda. Oh, hier gibt's das gute Feuerholz. Das ist natürlich sehr schön. Und dann haben wir Simply Tools nochmal ein zweites Mal. Also metallische Gegenstände können wir jetzt mehr als genug reparieren. Allerdings muss ich sagen, das geht natürlich auch extrem auf unseren Rucksack drauf, ne? Also auf die Tragfähigkeit, die wir noch haben. Im Endeffekt, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, könnte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr durchlaufen zum Forest Sea Lockout, weil wir haben so viel Kilogramm jetzt, die wir hier rumschleppen. Ein Heavy Wool Sweater. Oh, das hört sich gut an.
Ich glaube, der ist auch richtig gut. Und hier haben wir nochmal so Military Grade MRE. Das Ding gibt 750, nee, 1750 Kalorien. Meine Fresse, das Ding ist richtig genial. Wiegt auch nicht viel. Und was würde ich sagen? That'll come in Ja, handy. Fahrzeugbenzin. Wenn wir, ja, kenne ich auch schon. Ja, ist doch okay. Meine Güte, jetzt wollte ich mal sagen, da habe ich hier einen tonnenweisen Loot oder was? Was wollte ich denn jetzt labern? Verdammte Scheiße. Ja, wir sind eigentlich völlig überladen, um noch in diesen Lockout reinzugehen. Wir sind jetzt schon überladen. Von daher, 12:52 Uhr, werde ich jetzt einfach mal so machen, dass ich jetzt zurückrenne zu unserer Basis, alles auslade und dann nochmal This pack einen is getting neuen kind of heavy. Run auf diesen Forestry Lockout mache, weil ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, den ganzen Scheiß hier eigentlich links zu lassen. Das sind alles gute Gegenstände. Und da scheißen wir uns mal nicht ins Hemd, da gehen wir zurück. Temperatur liegt bei minus 7 Grad, das ist eine schöne Wandertemperatur. Also auch ich zu Weihnachten mache meinen Weihnachtsspaziergang immer so am liebsten so bei minus 7 bis minus 10 Grad. Ja. Alter, da wären wir jetzt fast vom Hirsch gerammt worden. Junge, 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 Junge. Ein fieser Kamikaze-Hirsch, ey. Meine Fresse. So, dann geht's auf den beschwerlichen Weg durch den fiesen Wald. Geht die Kälte hoch? Nö, die Kälte geht nicht hoch. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Es ist einfach mal richtig schön warm. Eigentlich das optimale Wetter, um wirklich zu so diesem Forestry Lockout zu laufen. Da jetzt auch die Wahrscheinlichkeit eines Schneesturms relativ unwahrscheinlich ist. Das ist eigentlich auch ein dämlicher Satz, aber die Wahrscheinlichkeit eines Schneesturms ist relativ unwahrscheinlich. Relativ gering hörte sich da besser ein, würde ich mal sagen. Aber auch scheißegal. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, jetzt haben wir hier erstmal einen relativ langen Weg vor uns. Den kennt er natürlich auch schon, von daher ist das ein bisschen blöde. Ich drücke hier immer wieder Space, weil ich hoffe, dass der Kunde immer springen kann, aber leider kann er nicht springen. Cool wäre es ja, wenn man hier so wie bei Quake 3 damals so einen Strafe-Jump machen könnte, dass man immer schneller wird und dann einfach so mal so richtig schnell nach seinem Zuhause hinhüpft. Das wäre absolut genial, das wäre völlig immer für dieses Game und ich würde es gut finden. Die Erschöpfung geht jetzt natürlich extrem hoch, da wir hier 31 Kilo mit uns rumschleppen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier den erschwerlichen Weg, die Bahnschienen runter noch schaffen. Nicht, dass der Kunde dann zwischendurch schon anfängt, nur noch zu gehen und nicht mehr laufen kann. Denn dauert es natürlich sehr, sehr lange, bis wir da runterkommen. Aber schaffen tun wir das in jedem Fall. Jetzt haben wir auch schon die Anzeige Tyrant unten rechts. Oh, das wird wieder eng, das wird wieder eng, das kann mal wieder ein langer Marsch werden. Ja, die Erschöpfung nimmt relativ schnell zu. Also, wäre ich jetzt zum Forestry Lockout gelaufen, wäre das, glaube ich, mein Tod gewesen. Ich hätte es definitiv in diesem Erschöpfungsgrad, mit diesem Gewicht nicht geschafft, den Berg da hochzukommen und auch wieder runter. Und jetzt haben wir es nämlich, jetzt ist der Kunde völlig erschöpft und jetzt kann er nur noch zu Fuß dackeln. Seht ihr das? Seht ihr das? Jetzt dackelt der hier ganz langsam rum. Und da vorne sind gerade mal die umgekippten Waggons. Das heißt, wir haben die Hälfte der Strecke jetzt ungefähr geschafft. Leider können wir diese Ermüdung nicht runternehmen mit irgendwas anderem, mit irgendeinem Item oder sowas. Also auch eine Energiebar oder sowas. Also ein Energieriegel bringt da gar nichts. Was eigentlich schade ist. Also ich sag mal, ich hätte mir da so ein bisschen was gewünscht von den Entwicklern, dass sie da was reinbauen, womit man das einfach mal so auf die Schnelle runternehmen kann. Ne? Meinetwegen kann er ja auch Sprit saufen, Alter, wenn das hilft, dass er dann einfach mal so ganz schnell die Erschöpfung wieder runtergeht. Ich meine, naja, so ein kleiner Liter Benzin, das macht in jedem Fall erstmal wach. Aber es wurde leider noch nicht eingebaut. Ich hoffe ja mal, die Entwickler bauen das nochmal ein. Too Das heavy. wäre, ja, halt die Fresse. Das wäre echt mal eine Maßnahme. Das wäre echt cool. Weil es nervt jetzt wirklich. Ich kann jetzt hier echt nicht viel machen, außer euch die ganze Zeit lang zuzuquatschen und versuchen, es damit irgendwie interessant zu machen, diesen Weg hier runterzuschleichen. Und ansonsten hätte ich mir jetzt einfach mal schnell mal so ein Gramm Crystal Meth reingezogen und dann wäre alles gut gewesen. Dann wäre alles schick gewesen. Wir wären hier noch die letzten 500 Meter runtergesprintet, hätten dann bis morgen durchgefeiert und wären dann einfach mal losgegangen zum Forestry Lockout, weil wir wären dann immer noch topwach gewesen. Ne? Das wäre doch cool gewesen. Aber, naja, leider nicht. Leider nicht. So als abgeschwächte Version vom Crystal Meth oder vom Koks, da könnte man ja denn so auch einen Kaffee machen oder einen Red Bull vielleicht, ne? So als abgeschwächte Version, naja, obwohl man sagen müsste, beim Red Bull, naja, wirklich helfen tut das Zeug auch nicht. Du kannst auch Zähne von saufen und wirst auch nicht wacher. Jetzt letzten Amerika war ja ein geiler Fall. Ja, ist klar. Da war ja auch ein richtig geiler Fall. Da ist ja, oh, da haben ja mehrere Leute geklagt, dass Red Bull keine Flüge verleiht. Weil in der Werbung wird gesagt, Red Bull verleiht Flügel. Und die haben jetzt Red Bull getrunken und haben davon keine Flüge gekriegt. Und haben deswegen Red Bull verklagt. Und ich glaube, da ist irgendwie was in 8 Millionen oder so wurde da gezahlt? An die Leute? Das ist ja unfassbar, das amerikanische Rechtsprechungssystem. Also das ist echt genial. Unglaublich.
Da gab es ja früher auch mal einen Fall so von McDonald's. Da hat sich jemand bei McDonald's einen Kaffee geholt. Das war so Mitte, Ende der 90er. Und der hat sich dann diesen Kaffee im Kino über sein Bein rübergeschüttet und der Kaffee war heiß. Und da hat er McDonald's verklagt, dass der Kaffee heiß war, er jetzt eine Brandwunde hat und auf dem Kaffeebecher stand nicht drauf, Vorsicht heiß. Da hat er die verklagt und der hat da richtig Millionen mit abgegriffen. Der ist durchgekommen mit die Klage. Das muss man sich mal vorstellen. Wie rotzeblöde sind die Amis eigentlich, dass man sagt, ja, das ist okay. Mal ganz ehrlich, Freunde, wenn ich mir einen Kaffee hole, ja, ich hole mir einen Kaffee, dann ist mir doch klar, dass der Kaffee heiß ist, oder? Dann ist doch, hallo? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ansonsten will ich doch einen Eiskaffee, wenn der kalt ist. Das eine führt doch das andere mit sich. Und das geht in Amerika, das geht in Amerika. Da kann man die Leute auf Millionen verklagen und man kriegt die. Eine unglaubliche Scheiße. Ich frage mich eigentlich, warum die Milliarden Amerikaner, oder sind es Milliarden, sind es Millionen, ach, keine Ahnung, wie viele das sind, weiß ich jetzt auch nicht so. Sagen wir einfach mal die Millionen Amerikaner, um nicht zu übertreiben, warum das da jetzt noch nicht Millionäre sind. Man hat doch tonnenweise Firmen, die man verklagen kann. Ohne Probleme. Ich verklage jetzt einfach jeden. Wisst ihr, kaufe ich mir ein Ford in Amerika, fahre damit voll gegen die Wand und dann verklage ich Ford. Ich wusste ja nicht, dass ein Auto so schnell ist. Boah. Oder ich sage einfach, ich wusste ja nicht, dass das Auto die Wand nicht schafft. Ich dachte, das Auto fährt da ohne Problem durch die Wand durch. Sieht man ja in Hollywood auch immer, ne? Da kann man dann Hollywood gleich auch noch verklagen. Ich mache mal gleich eine Doppelklage gegen Hollywood und gegen Ford und kassiert Milliarden ab. Ist doch, ja, ist doch gut, wir sind doch gleich zu Hause, Kollege. Wisst ihr, das ist doch unfassbar. So, das, also so eine Rechtsprechung, das gibt's doch gar nicht. Es gab auch mal einen Fall in Amerika, das fand ich genauso unglaublich. Da hatte jemand sein Esel, und das ist kein Scheiß, jetzt sein Esel in seiner Badewanne gebadet. Und im Endeffekt hat er ein paar Wochen später ein Verwandter von ihm gebadet in dieser Badewanne und der hat dann einen Ausschlag bekommen. Und der hat dann rausgekriegt, dass er ein paar Wochen vorher sein Esel in der Badewanne gebadet hat. Hat ihn dann verklagt und also der Richterspruch war dann, der Typ darf nie wieder sein Esel in seiner Badewanne baden. Denkt mal darüber nach, denkt mal echt darüber nach. Sind die bekloppt? Sind die echt völlig bekloppt? Also, das ist, ja, ich find's unfassbar. Na gut, Freunde, wir sind angekommen an unserem Hauptquartier. Aufgrund der Ermüdung verliert unser Survival heute jetzt auch schon wieder Kondition, ist aber nicht so schlimm. Wir laden den ganzen Scheiß jetzt mal schön sortiert hier in unserem Krasempel. Encumbered, was heißt denn Encumbered? Ach, was weiß ich, ist mir auch eigentlich scheißegal. Wir laden jetzt den ganzen Mist hier in jedem Fall erstmal ab. Hier oben haben wir nichts drin. Was hatten wir hier unten drin? Hier hatten wir unsere Medizin drin. First Aid, Antibiotics, die schmeißen wir alle rüber. Also habe ich über Transfer Ore gemacht, das würde ich natürlich nicht. So, nein, oh Mann, Alter, ich finde das so beschissen hier, dieses System, diese... Ach, ich könnte hier einfach nur kotzen, ey, so jetzt Transfer drücken, ganz genau, und dann funktioniert das. Antiseptik, ja, weg, weg, ach nee, jetzt habe ich Antibiotika. Oh, ey, es nervt. Ja, so, jetzt sind wir richtig. Painkillers 2, alles klar. Den müssen wir schon mal los. Food and Drink, das Beef Jerky kommt weg. Energieriegel brauchen wir auch nicht so viel von. Das Medical Crate behalten wir, das könnte noch sehr nützlich werden. Die Soda kommt noch rüber. Peanut Butter behalten wir auch. Und das Vengeance Raw. Ach, scheiße. Habe ich das jetzt alles gerade hier reingeschmissen? Ich habe das alles gerade hier reingeschmissen. Ja, ich bin im falschen Fach. Bandage rüber, so, das Energieriegel da nochmal weg, die Soda weg, so, jetzt müsste alles eigentlich wieder passen. Jetzt müssen wir hier rüber zum nächsten Schuber, was haben wir hier drin? Hier haben wir unseren Toolcraft-Sempel drin gehabt. Schmeißen wir die, ach nee, der ist schon voll. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was zu essen drin. Also, Food and Drink, Vengeance Raw, kommt hier erstmal alles rein. Jetzt habe ich das Gekochte weggepackt. So, das hier rein. Das Gekochte kommt rüber. Wir werden ja gleich nochmal was essen. So, dann packen wir hier noch das Beef Jerky rein. Den Energieriegel. Da. So, eine Soda können wir da noch rüberpacken. Peanut Butter, Water. Ja, den Rest, den behalten wir einfach mal. So, jetzt müssen wir irgendwo noch unsere Tools loswerden. Gucken, was hatten wir denn hier eingelagert? Hier hatten wir auch was zu essen eingelagert. Okay, Essen sind wir schon losgeworden, den Rest wollen wir ja behalten. Hier haben wir die Klamotten drin, die wir nicht brauchen.
Basic Woolhead mal rüber. Downshee Jacket. Da müssen wir erstmal gucken, was ist jetzt wirklich besser. Closing Downshee Jacket. Ja, very warm. 36%, das Ding ist scheiße. Heavy Wool Sweater 07. 0,5 Zinn Wool Sweeper 09 09. Also der Heavy wäre definitiv besser, wenn wir den reparieren. Das Ding müssen wir definitiv mal reparieren. Den Rest, den schmeißen wir hier erstmal rein. So, das Ding kommt weg. Den Heavy Wool Sweeper schmeißen wir da auch erstmal rein. Den müssen wir jetzt nicht rumschleppen. Was halten wir hier drinne? Hier halten wir unseren Materialzeug drinne. Close muss da drüben noch rein. Newsprint schmeißen wir hier erstmal alle rein. Transfer. So, du kommst da auch rein. Reclaimed Wood kommt da rein. Cedar. Firewood. Behalten wir die? Nö. Transfer all. So. Close hier rein noch. Was haben wir hier? Hier hatten wir den Firelock drin. Da schmeißen wir mal die Cinder Plugs bis auf 2 da rein. Jetzt sind wir auf 34 Kilo runter und ich muss irgendwo noch das Material loswerden. Das muss ich dann oben machen. Das geht dann leider nicht anders. Ist ja auch nicht verkehrt. Oben sind wir dann gleich auch in der Nähe von unserem Schlafplatz. Wir müssen ja eh gleich pennen gehen. So, hier schmeißen wir rein. Tools. Den Accelerant brauchen wir nicht, den Ken Open brauchen wir, Flair brauchen wir nur eins. So, auch von der Brechstange brauchen wir nur eins. Simply Tools kommt hier auch rein. Sturmlaterne, Wood Matches. Was macht mich denn jetzt immer noch so schwer? Gewehrmunition, die können wir laden. Jerry, oh ja, wir haben hier noch den Benzinkanister dabei. Der Benzinkanister, der muss auch raus. Weg, sind wir auf 19,7. Bestroll müssen wir behalten. Gewehr. Ach, jetzt schmeißt er hier schon mal das Steak weg. Ist ja nicht ganz sauber. Ja, nimm's mit. Ja, genau, das Gewehr mal laden. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, ob das einen halben Kilo jetzt wegnimmt aus dem ganzen Gewicht, wenn man das laden tut, oder ob das mit reingerechnet wird, wie stark das Gewehr geladen ist. Aber es sieht so aus, als ob das dann runtergeht. Definitiv. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir hier wegschmeißen können? Immer noch so viel, was wir mit uns rumschleppen. Ey, das ist ganz schön schwer. Also, best roll. Naja, okay, ist ja erstmal scheißegal. Definitiv, der Survival-Hoodie, der muss erstmal ein bisschen ratzen. Und wir pennen jetzt erstmal bis 19 Uhr. Dass wir wieder ein bisschen können. Die Zeit nutzen wir denn, um, ich wollte gerade sagen, um Klamotten zu reparieren. Ja, wir haben ja immer noch kein Schneiderkästchen gefunden. Verdammte Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ach ja, jetzt ist er durstig. Kein Problem, Junge. Wir haben ja hier noch ein bisschen Wasser dabei, das krastet ja einfach mal rein und dann geht's ja besser. So, das ist weg. Hunger hat er jetzt auch noch, das ist aber auch nicht schlimm. Da nehmen wir Food and Drink, da waren wir ja schon drinne. Wengen, gucke, so krass hier rein, viel Spaß. Super Sache, 1200 Kalorien sind wieder drin im Wams. Dann haben wir es jetzt in 19:27 Uhr. Klamotten. Basic Woolhead, erstmal alles rüber. Downshee Jacket brauchen wir nicht. Einen Heavy Wool Sweater, den wollen wir definitiv reparieren. Aber die restlichen Klamotten, die zerreißen wir jetzt einfach mal. Um Gottes Willen natürlich nichts, was wir gerade tragen. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich habe es auch schon mal geschafft, einfach irgendwas zu zerreißen, was ich gerade getragen habe. Ich los, war sogar noch ein ziemlich gutes Item. Das ist dann natürlich richtig assi. Dann habt ihr eine kleine Arschkarte. So, den zerruppen wir auch. Ich habe eigentlich schon wieder so viel Clothes. Ich könnte so schön meine Klamotten reparieren. Es könnte uns so warm sein draußen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, dieses verdammte Schneiderkästchen zu finden. Down-Ski-Jacket. Das Dreckding brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch. Gibt uns zwei Clothes. Was für eine Jacke tragen wir eigentlich? Frage ich mich gerade. Es gibt in diesem Spiel nämlich so eine Überjacke. Wuschaf, Cotton Underwear, Jeans, Thin Wool Sweater. Tosch, das ist ein Schal. Workboots. Sind Wool-Sweater, Jeans, Cotton, lang Anhabe. Sag mal, trage ich eigentlich gar keine Jacke? Gloves sind Handschuhe. Wool Scarf, Viewing. Tusch, Knitted, Wool Cap, Canadian Style. Ja, das ist die Mütze. Wool-Sweater, Jeans, Cotton, lang Anhabe. Wool Socks, Workboots. Verdammte Scheiße.
Habe ich noch gar keine Jacke an? Habe ich noch gar keine Jacke hier gefunden? Hätte ich mir eine Jacke anziehen müssen? Heavy Wool Sweater. Ja, das ist so bescheuert, dass es hier kein richtiges Inventar gibt. Das kotzt mich einfach mal an. Man weiß immer nicht so wirklich. Fehlt jetzt noch irgendwas? Fehlt nichts? Das ist eine extrem nervige Sache, muss ich mal wirklich sagen. Also ein vernünftiges Inventar wäre hier auch mal gar nicht so schlecht. Ja, das ist scheiße. Ich glaube, ich habe echt gar keine Jacke an. Ich laufe hier ohne Jacke rum. Hätte ich mir doch jetzt die Skijacke anziehen können. Verdammt, jetzt ist das Ding wieder weg. Closing. Heavy Wool Sweater. Ja, packen wir den wieder rein. Ich bin vielleicht sowas von dermaßen scheiße. Ey, wie spät ist es jetzt? 20:30 Uhr. Die Erschöpfung ist immer noch hoch. Der Hunger ist hoch. Naja, ich hole mir jetzt noch was zu essen hier. Ne, hier war nicht das Essen drin. Ganz unten war das Essen drin. Wenn gucket. Das packen wir noch rüber. Da könnten wir ja mal gucken, schaffen wir es noch ein Feuer zu entzünden. Da könnten wir uns gleich nochmal. Fuel, ne, Fuel. Doch klar, ja, Fuel brauchen wir, dafür brauchen wir Feuer. Dann machen wir uns nämlich gleich nochmal ein Feuer an, kochen uns noch ein bisschen von diesen Wänschen raus, machen uns noch ein bisschen Wasser, dann gehen wir schlafen und morgen, am frühen Morgen, beziehungsweise ja, am Mittag, ziehen wir dann los. Und gehen, rennen dann zum Forestry Lockout. Reclaim it, wo ja genau, den Mistchen verbrennen wir jetzt erstmal. Diese scheiß aus dem Haus rausgekloppten Holzstückchen. So, komm hier, auf du Dreckding, Reclaim it Wood, so, Chance, Erfolg 54%, das ist relativ mies, aber wir geben einfach mal alles. Survival Hottie schafft das schon, ne? Survival Hottie, los, gib alles, Survival Hottie, komm, jawohl, schönes. Are you serious? Oh, verdammte Scheiße, das hat mal wieder nicht geklappt. Es ist uns ein Zinderplatt krachen gegangen, naja, versuchen wir es einfach nochmal, komm. Junge, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das echt. Junge, komm, mach's, Junge. Come on, Mann, leck mich doch am Arsch, du bist doch rotzeblöde, bist doch du, ey. Oh, verdammte Scheiße, ey. Zinderplug. Zwei. So, jetzt noch ein Versuch. Oder mache ich noch einen Versuch? Ist eigentlich schon relativ spät. Aber es könnten wir. Nee, da verbringen wir den frühen Morgen einfach mit. Ganz früh am Morgen kann man ja sowieso noch nicht raus und irgendwas machen. Von daher krachen wir uns jetzt einfach mal das Food and Drink Vengeance Cooked rein. Muss man auch immer vorsichtig sein, frisst niemals die rohen Sachen. Da kann er ganz schnell Verstopfung kriegen, euer Survival Freak. Den Survival heute spielt er ja nicht. Nee, den spielen nur ich. Der natürlich keine Jacke an hat. Verdammte Scheiße. Erschöpfung. Ja, das sollte eigentlich alles gut klappen. Legen wir uns ins Bett. Da verbrauchen wir auch bloß 85 Kilokalorien. Und dann pennen wir erstmal bis um 6 durch. Wunderbar. 9 Stunden ratzen. Danach muss er ja richtig ausgeschlafen sein und der wird schweinedurstig sein. Pass mal auf, dass ich gleich dehydriert da. Ist ja ganz normal. Ich wache ja auch öfters mal morgens auf. Auch ohne, dass ich gesoffen habe den Tag vorher und bin dann völlig dehydriert. Also, das macht man schon in den 9 Stunden Schlaf. Ne? Jeder Schlaf immer wieder eine Gefahr für das eigene Leben. So. Ja, Hunger hat er. Durst ist relativ gut weg. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein Feuer einkriegen. So, jetzt schmeißen wir hier richtige Firelocks rein. Haben wir eine 66%ige Chance, dass das was wird. Naja, was soll es? Es muss jetzt einfach was werden. Wenn wir das dritte Mal jetzt nicht schaffen, Feuer einzukriegen, dann ist das echt ein Scheiß-Survival, Leute. Ey, echt jetzt, Junge. Also, du musst das jetzt schaffen. Also, das ist ein rassig hier aus. Jawohl, es geht doch. 2 Stunden Feuer, nur für uns. Coole Sache. Schmelzen wir uns erstmal 2 Liter Schnee. Ist auch eigentlich unfassbar, wie lange so ein Schnee braucht. Also so für 2 Liter Schnee, so, also für 2 Liter Wasser Schnee zu schmelzen, ne? Auf so einem Riesenofen, wie lange das dauert. Das ist eigentlich völliger Schwachsinn. Das Kochen geht schneller. Das Wasserkochen geht echt schneller, als den Schnee zu schmelzen. Ey. Also Simulation, ja, Freunde, Simulation. Ich lach mich tot. Simulation. Naja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. So, und dann kochen wir uns mal gleich den ganzen rohen Scheiß hier noch auf. Menschenrohr, guck. 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 Oh, 30 Minuten bloß noch, da müssen wir mal wieder was reinschmeißen in das Feuer. Da muss man wieder eine Dachleiste zwischen. Das soll schon mal länger brennen. So, rinn damit. Dann kochen wir uns noch so ein schönes Vengeance Raw.
Das ist ja das, was wir von dem Hype-VWs viele irgendwo rausgeschnitten haben. Aber ist egal, Essen ist Essen und gekocht kann man alles fressen. Pfeffern wir uns das erstmal rein. 1500 Kalorien haben wir denn noch. 8.43 Uhr ist es. Naja, ein bisschen Hunger hat doch immer noch der Kollege. Ein bisschen was zu trinken möchte er auch. Oh, jawohl, das hat gut getan. Ja, Wasser gegen Bier, aber auch nicht schlecht. So, und dann würde ich mal sagen, ich gucke jetzt einfach mal kurz vor der Tür, wie das Wetter so ist. Ja, minus 16 Grad. Das Wetter sieht aber trotzdem relativ gut aus. Ich würde einfach mal sagen, ich bereite mich dann hier mal vor. Jawohl, Food and Drink. Ich will ja hier nicht mit so viel rumlaufen jetzt. Eins nehmen wir mit, eins ist okay. Das müssen wir sowieso noch wegfressen, wenn wir loslaufen. Jetzt gucken wir mal, die Erschöpfung ist nur leicht hochgegangen. Und ich würde einfach mal sagen, ich penne denn jetzt noch 2 Stunden und dann geht's auf so ein Forestry Lockout. Vorher mache ich jetzt aber nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao!